Dazu Mikrofon mit einem neuen Video zum Kartonfisch. Und zwar wollen wir jetzt das Fischstäbchen freischalten. Alles, was wir dafür tun müssen, ist entdecke Fische für die Sammlung. Also es heißt nichts anderes als geht angeln und sammelt 25 Fische auf. Ich hatte schon 5 zum Beginn der Challenge. Gehe jetzt auf die Suche der letzten 20 und am besten macht ihr das erstmal hier bei Craggy Cliffs. Zeigt ihr die Fässer, nehmt euch so viele Harponierer mit, wie ihr könnt und eine Angel. Am besten habt ihr hier noch direkt eine blaue Profi-Angel. Die habe ich aber sehr selten gefunden. Dann geht ihr mit eurem frisch gefundenen Arsenal hier runter an die Küste bzw. an den Strand bei Craggy Cliffs und sucht euch hier diese Angelstellen. Schießt mit dem Harponierer so lange da rein, bis ihr keine Harponiererschüsse mehr habt. Dann wechselt zur Angel und macht das Ganze weiter. Solltet ihr noch ein paar mehr Fische finden wollen, dann müsst ihr natürlich noch in Sumpfgebiete gehen. Hier zum Beispiel unten bei Sludgy Swamp. Ansonsten auch in Waldgebiete wie bei Weeping Woods. Wir schauen gleich nochmal die Fischsammlung uns an. Und natürlich gibt es einige Fische, die könnt ihr auch nur in der Nacht fangen. Also müsst ihr ein bisschen gucken und variieren. Dann gibt es noch Fische, die findet ihr nur bei Bergen. Also wir gucken uns das jetzt hier nochmal in der Sammlung gerade an, welche ich dann so gefangen habe. Und hier habe ich meinen letzten gezogen. Den dann allerdings auch mit einer Profi-Angel. Also hier den gibt es zum Beispiel überall zu finden. Den überall, überall, überall. Also das sind Fische, die findet ihr überall. Dann gibt es hier so Fische, die findet ihr nur in Küstengebieten, wie zum Beispiel bei Craggy Cliffs. Ihn hier habe ich mit der Profi-Angel gefunden. Hier, die gibt es wieder überall. Hier, den gibt es nur in Sumpfgebieten. Und den gibt es nur in Küstengebieten in der Nacht. Also ihr müsst ein bisschen gucken, ob ihr nachts angelt, ob ihr im Sumpf angelt, ob ihr im Wald angelt, ob ihr bei Bergen angelt oder ob ihr an der Küste angelt und dann halt mal gucken, ob Tag oder Nacht ist und ob ihr halt eine Profi-Angel dabei habt. Dann solltet ihr die 25 Fische fix zusammenbekommen. Hier zum Beispiel nochmal eine Qualle aus den Sumpfgebieten und ein Chilifisch aus bergigen Gebieten. Also alles in einem keine schwere Challenge. Wie gesagt, 24 Fische habe ich ohne Profi-Angel gefangen, den 25. dann mit Profi-Angel. Guckt einfach mal, was ihr für ein Equipment findet und dann geht einfach mal in den verschiedenen Gebieten bei Tag und bei Nacht angeln. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Dann lasst mir gerne ein Like da. Wenn ihr neu auf meinem Channel seid, droppt ein Abo. Wir sehen uns. Haut rein.